das ist für mich heute. Aber vielleicht gewinne ich das. Ich gewinne. Ja. Aber es gibt noch ein zu schlecht für zu schlecht für normales Bracket, aber zu gut für Amateur Bracket. Das kann ich gewinnen. Ja, das Telemann extra ein Bracket gemacht, weil ich mir scheiße viel. Okay. Wer startet? Rain, glaube ich, hieß er, startet anscheinend mit Falco statt mit Brawler. Er meinte zu mir, hat Falco gegen mich nicht gepickt, weil er halt eigentlich glaubt, dass ich sehr viel Erfahrung gegen den Char habe, was ja auch irgendwo stimmt, aber die hat Advocat definitiv auch. Ja, definitiv. Ne? Ich meine, gegen den Muddel, da haben wir schon viele mal gespielt. Da gab es ja früher auch noch Magnus, aka Shark. Und sonst glaube ich, gibt es keine Falkos in Deutschland, außer Malle König. Mir fällt zumindest keiner ein. Wobei, doch, ein paar gibt es noch, aber ja, nicht in Berlin. Sehen wir aber hier, der gute Advocat macht hier brutalsten Druck hier drauf. Er lässt sich nicht ein einziges Mal treffen. Gerade wenn ich sag, natürlich. Anders funktioniert Commentary halt nicht. Stabile 108% aufgebaut, ohne Ascent. Und continued hier weiter. Und Edgeguard-Situation natürlich auch immer ein bisschen scarier, wenn du in Spacey bist. Ja. Aber da, ja okay, ich dachte er catcht dein Ding, aber ein bisschen zögerlich gewesen, leider. Er versucht die Delaney zu catchen, wenn der Dash Attack kommt, aber nicht von der Plattform runter. Oh, das war Lucky Miss. Der Mini-Train. Oh. Ich dachte jetzt gerade, Advocat ist gestorben, weil die ihn gespiked hätte, die Fair. Er hat die Side-B, aber dann stattdessen hat er noch den Trade hinbekommen. Übel weak, das killt nicht, der scheiß Bohren. Nee, schon gar nicht Joker. Okay, jetzt gibt's ein bisschen Lasers. Guter Damage hier gemacht, während Ascent draußen ist. Dadurch kann er nicht so lange benutzen, wie Advocat es gerne hätte. Kriegt jetzt auch nochmal einen Punish, Ascent ist gone. So das ist schnell halt, geht's. Das ist natürlich auch immer die Sache, wenn du den Charakter einfach von einem anderen Spieler gewohnt bist, dann kommt das halt oft so vor, als also kann ja sein, dass dein Gameplan, den du normalerweise hast, nicht so gut funktioniert gegen einen anderen Spieler. Also mal gucken, bisher sieht's halt okay aus, aber dafür, dass halt Rain ein Newcomer ist, der jetzt 2-3 Turniere attendet hat, ja. Torbay Qualifier. Ja, nicht schlecht. Krass, er ist krass. Gegen mich wie ein Five gespielt, ohne so was will man sagen. Oh, oh schön. Cover diesmal die Cover richtig mit der Long-Lasting Hitbox von der Nähe. Beziehungsweise der Multi-Hitbox. Ja. Und, oh, schade. Ich dachte, der kann jetzt direkt verabschiedet gehen. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Nice. Von Nati. Oh mein Gott, wo ist sie? Sag einmal Danke, bitte. Nati! Danke für die Kekse! Du bist so süß! Ich hab Kekse. Oh, und in der Zeit ist der zweite Stock auch komplett verschwunden von Rain. Oh ja, was ist passiert? Vielleicht Edgeguard, who knows. Ascent Edgeguard ist immer sehr brutal. Advocat lässt sich auf jeden Fall nicht verunsichern. Oh, no. Ich bin gespannt, ob wir nächste Runde den Brawler sehen. Was hat er eigentlich gegen dich gepickt? Falco. Ah, krass. Bisschen aufs Maul gepickt. Ja, wie gesagt, ist gefährlich für den Newcomer. Nice, da hinten. Ich kann die Kicks machen. Ich hab's, glaube ich. Nice. Weihnachtsstimmung. Jetzt schon Anfang zweiter und dritter ist. Das ist ein Pikachu-Keks. No way, es ist ein Pikachu-Keks. Oh mein Gott, es wird ja immer besser. Ich muss den später in die Kamera. Kann ich zeig mal, was hast du da? Ja, let's go. Wie kann man nur so cool sein? Oh nein. Ein Mario-Keks. Ich kann sie nicht essen. Oh, das ist ganz cool. Okay, das erste Game ist vorbei. Wir haben uns gerade ein bisschen selber unsere Kekse gefreut. Und Tim holt sich das Game hier. 1-0. Boah, wichtiges Spiel. No way. Oh mein Gott. Ich bin gleich wieder da. Ich werde mir diesen Paper Mario Keks sehr, sehr genüsslich gönnen. Er schmeckt auch super gut. Boah, Digga, die schmecken so ein bisschen wie Zinni Minis, Alter. Kennt ihr diese Cornflakes von damals? Die sind so geil gerade. Boah, heftig, Alter, komm ich doch mal. Das zweite Game sieht auf jeden Fall schon ein ganzes Stück naiven aus. Guter Damage hier, aber jetzt kommt natürlich was an. Kritische Phase im Spiel jedes Mal, in jedem Stock. Entweder es geht schnell vorbei, oder der Reward ist riesig. Was
wusste noch so, dass ich das. War das ein Putzbull gerade? Ich glaube, er wusste nicht, dass es ein Jump. Dass der Jump fehlt. Okay, und jetzt sieht es wieder aus wie im ersten Game auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja. Die sind hammer gut gekickt, Leute. Ja, ne? Schmecken so ein bisschen wie die Zinni-Minis. Kennst du die noch, Alter? Ja, jo, Neboli. Das bekannt hat. Das bekannt hat. Wer kann? Ich nehme das Michael. Ey, und Rain kriegt den Up-Smash. Jetzt hat er nur noch einen ganzen Stock, den er sich zurückerkämpfen muss. Und dann ist das Game wieder even. Ah, versucht sie für einen 2-Frame zu catchen, aber kriegt das nicht ganz hin. Papa. Oh, 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 er macht diesen, er macht diesen! Okay, 2-0. Let's go. Jetzt frage ich mich, ob wir den Brawler sehen werden. Man kann es mir gut vorstellen. Ich hab den Evoli-Keks getötet. Ich hab Marios Kopf auch schon gegessen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Aber jetzt hab ich nur noch die Bösen, weißt du? Den Block und den Goomba. Die wird man ja, sowieso. Der Block ist wild. Okay. Er bleibt anscheinend auf Falco. Er bleibt weiter auf Falco. Wow. Also, sonst würde mich der Pick sehr wundern, ob Carlos zu gehen. Ich glaube, er spielt. Nee. Ich glaube, er hat switcht, definitiv. Aber Carlos, wie Brawler, ist das ein guter Pick? Ich weiß es nicht. Vielleicht spielt er auch. Vielleicht spielt auch jemand anderes. Wer weiß, wer weiß. Oh. Okay, der Captain Falcon. Der Captain? Das wundert mich aber sehr. Aber wer weiß. Ist auf jeden Fall immer korrekt, Captain Falcon, aber wir haben keinen Taunt am Anfang gesehen, das ist schon mal sehr, sehr falsch. Ach, ja, schon nur aber Becke. Ja, ich finde, mit Captain Falcon hat sich schon öfter taunten, der hat so coole Taunts. So. Oh, jetzt gibt's Combo. Nevermind. Und droppt hier in die Upper. Also ja, und den Yawan hat er auch gedroppt. Ja. Jetzt nochmal einen dritten Charakter nochmal warm zu bekommen, ist natürlich dann nochmal extra eklig. Ja, ich glaube, das ist mehr so ein Desperate Pick. Ja. Aber dann wundert mich ja, wie gesagt, warum, vielleicht ist das Matchup schlecht mit Meeballer. Aber selbst dann, ich meine, die Inexperience kann ich ja immer ein Stück weit carryen auf jeden Fall, aber ich glaube, Advocate hat auch Experience gegen Meebrawler tatsächlich. Meinte vor allem. Wann denn? Es gibt ja einmal, es gibt einige, es gibt davon, ich glaube, Schleswig-Holstein oder Hamburg, der nicht schlecht gut ist, zum Beispiel gegen Slipknot gewonnen hat auch. Da gibt es Dagobert, der glaube ich aus, ja, ich glaube, der kommt irgendwie von Frankreich oder Holland, aber war bei Arcadia. Gegen den habe ich zum Beispiel verloren. Auch wirklich ein schlechter Spieler. Du hast auch mal mit Brawler gespielt eine Zeit lang. Ja, okay, gut, aber das kannst du nicht vergleichen. Okay, ja. Aber so ein bisschen halt, es hilft, glaube ich, einfach schon was gegen eine gewisse Idee zu haben. Findest du ihn echt schlecht, Inter? Ich finde ihn nicht schlecht, ich spiele ihn bloß scheiße. Achso, dein ist nicht schlecht. Ich hab verstanden, was Chance ist. Nein. Captain Falcon funktioniert auf jeden Fall besser, okay, habe ich das Gefühl. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, nee, ist tot. Okay, gut. Das ist halt, es hat einen guten Eindruck gemacht bis jetzt, aber... Ja. Kommentiert das Cross wie immer. Von oben kam auch ganz schwer bei Joker. Ich finde es so cool, wie Tim einfach entspannt spielt. Das ist einfach... Ja, du wusstest du, dass Tim immer denselben Song hört, wenn er spielt? No way. Er hört immer Night Swimming von R.E.M. Das ist sein absolutes Lieblingslied, anscheinend schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, das beruhigt ihn einfach super hart. Ja, deswegen kann er auch entspannt spielen. Oh, ins Schienbein. Ja, aber keine Ahnung, das ist R.E.M. Gerade das Album. Kann man sich ja schon geil. Kann man nicht sagen. Downtilt diesmal, gewartet. Ins Gesicht. Er hätte auch einfach Schild halten können. Ich glaube, das hätte man auch mit Downtilt punishen können, aber Hauptsache hätte Kill. Okay. Ah, no, nicht ganz. Oh, da. Jetzt, aber. Okay, das sah aus einer. Versucht hier. Hätte man theoretisch, glaube ich, schon geile Sachen rauskonfirmen können, aber Captain Falcon Charakter, auf den du definitiv sehr viel XP brauchst. Bis den zweiten Upper wäre es ein bisschen schwieriger, was zu konfirmen, aus dem noch einen Upper und direkt halt einen Hardcore-Reads haben. Okay, der Falcon Kick! Holen, aber kommt der einfach mit den unerwarteten
Das war Falcon so ein, Kick. Das war ein Reverse Atzepeng, Alter, statt Normal. Ein Falcon Kick geht er mit dem einfach offstage und killt. Okay, oh, das schön, ist confirmed, schön, das schön, killt schön, aber schön. Nicht. Ja, das aber das killt. Ne? Die Backer. Oh. Oh nein, wahrscheinlich statt ein Dropdown, die der Normal Get Up gemacht. Ja. Up Smash reicht auch noch nicht. 143, das ist ein schwerer Boy hier, wie wir vorhaben. Aber jetzt nochmal mit dem Edge Guard Attempt. Nicht ganz, aber macht die Pressure an der Ledge, kriegt eine Dash Attack. Die Situation resettet sich bloß auf der anderen Seite. Da ist der First Hit Forward Air. Er schafft es immer noch, die Hitbox weiter zu waiten, aber das war jetzt aber sehr, sehr gemashed. Aber auch die Reaction hat den Moment ein bisschen verpasst. Der Attack Chase. Oh! Da hätte er vielleicht auch für einen Up-Tilt gehen können, ich bin mir nicht sicher, aber es hat auf jeden Fall nicht gekillt. Up-Tilt wäre auf jeden Fall ganz angenehm gewesen. Kriegt hier den Southspot gecountert von der Forward Air. Das war ein Sauerspot wahrscheinlich. Ja, ja genau. Oh, ich dachte schon. Nochmal der Falcon Kick, aber da ist ein bisschen zu spät. 54%, halbes Ascent, das warten wir ein bisschen raus. Und back to the game. Da, shit, no. Ja, aber das ein bisschen. Ich arbeite zum Teil einfach viel zu viel mit Aerials. Wir haben noch keine Dash Attack gesehen. Von Rain zum Beispiel. Dabei CRF eine sehr gute Dash Attack. Das ist jetzt halt zum Check Chase. Um halt irgendwie Landing zu catchen. Aber nicht hier im Nürnchen. Ja, das stimmt. Oder ihn einfach mal auf Guard zu catchen. Ja. Oh, vielleicht hat er uns gehört. Ja, ich glaube, er hat Musik auch eigentlich. Da! Die Backage und Air, aber es killt immer noch nicht. Aber es, trotzdem, es sah auf jeden Fall cool aus. Schöne Neutral Air. Jetzt. Oh! Okay, vor Zufarming. Back Air. Gut. Schön gewartet hier mit den Jumps auch. Er geht für die Abi. Oh, das hätte killen können. Nice try. Das ist ausgerechnet der Captain Falk nochmal so Handy kommt, ne? Wer hätte gedacht? Das ist also wieder das Max-Up mit der Airborne Kick. Bisschen greedy mit der Down B. Ja, aber ich meine. Es killt auch noch nicht, glaube ich, so, aber an sich ist der Move, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn du halt weißt, dass es funktioniert oder wenn du die Situation kennst. Ja, ja, klar. Aber gleichzeitig ja. Overcommitten jetzt, wenn der nicht killt. Wow, das war jetzt close. Kommt die jetzt Ascend ist noch draus. Let's go. Kann. Das könnte jetzt ganz interessant werden. Okay. Oh. Walk up, aber. Catcht ihn einfach auf Guard. Kriegt er den Edge Guard? Er versucht. Oh Gott, ich dachte, er schafft's nicht. Let's trap. Jetzt, vorsichtig sein, vorsichtig sein. Oh, Stage Control zurückbekommen. Irgendwie Stage Control zurückbekommen. Ins Neutral zurückbekommen, das ist wichtig. Wo sind die Backers? Ah, oh, nein. The power throw. Auf den Normal Get. Diesmal recovered hoch, das war richtig gut reagiert. Ah! No! Das sah sehr desperate aus. Was sollte das denn treffen? Aber no, die Backer, die wird ihn killen. Oh, schade. Der CF, dem hätte ich noch ein Game gegönnt. Sehr schade. Ah. Aber dafür, dass er halt heute quasi. Dafür, dass er heute halt quasi das erste Mal von dreimal, also das dritte Mal, glaube ich, aber auf jeden Fall guter Run gehabt, ne? Kann man nicht sagen. Schön. Schöner 3-0 hier. Rain hat sich nicht ganz kampflos ergeben.